Ja, und somit herzlich willkommen zur Demo von The Altars und somit auch der ersten Demo vom Steam Next Fest. Denn zum Aufnahmezeitpunkt war vor kurzem gerade erst das Summer Game Fest, wo sehr viele Spiele vorgestellt wurden, die dieses Jahr noch rauskommen. Und unter anderem gab es auch was zu The Altars zu sehen. Von daher ziemlich interessant. Ich habe das Spiel schon länger auf dem Schirm und bin gespannt, was uns da hier erwartet. Da ich aber sehr viele Demos zur Auswahl habe, die ich gerne mal spielen möchte, mache ich das jetzt einfach mal so, dass ich hier höchstens immer eine halbe Stunde nehme. Wenn mich das Spiel dann catcht, spiele ich eine ganze Stunde. Und wenn nicht, eben bloß eine halbe Stunde. Und ja, hier mal schauen, vielleicht nehme ich das auch alles mit, weil das ist wirklich ein Spiel, das mich sehr interessiert. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir starten hinein. Let's go. We don't really know it, but we sense it. There is a sister ship to our life, which takes a totally different route. While the sun burns behind the island. The Blue House. How did I end up here? My whole life, all its ups and downs, led me to this place. Far from home, far from anyone I know. A journey whose route is unknown, and the destination out of sight. Was this path just a random sequence of events that I had to follow? Or was there ever another way? Now, heading for the unknown. I can't really tell. Is this the end of the road? Or is it yet another branching? That was a tough landing. Volsky here. Do you read me? Anyone? Nothing. I need to figure out what happened. Ja, da werden wir offensichtlich gerade mit der Kapsel hier abgestürzt. Oder gelandet, je nachdem. Sieht schon mal unglaublich geil aus. Und hat eine coole Atmosphäre. Mir ist sowieso aufgefallen, in der letzten Zeit kommen viele Spiele raus, die irgendwie im Weltraum spielen. Drüben ist noch ein anderer Fallschirm. Und finde ich eigentlich ziemlich gut, denn mittlerweile gefällt mir das Setting ziemlich gut. Dieses Weltraum-Astronauten-Setting. Die Movements, naja, kann man sich drüber streiten. Bisher finde ich es ein bisschen weird, wie er sich da bewegt. Hello. Do you read me? This is Jan Dolsky. I've landed safely, but I think my capsule went astray. Maybe the radio's broken.
Aber sieht unglaublich cool aus. Und wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man ja, dass das Ganze irgendwie mit Zeitschleifen was zu tun hat. Und man immer wieder in eine andere Rolle von ihm hier selber schlüpft. Und manchmal auch sich selber begegnen kann. Climbable rocks are marked with a dot. Es sah wirklich im Trailer immer wieder nach einem sehr interessanten Konzept aus und hat ziemlich viele Fragen offen gelassen. Noch eine andere Kapsel. Kommen auch gerade ein bisschen die Invincible Vibes rauf. Looks like she died inside of it. I don't get it. Ja, weird. Da sind die auch abgestürzt auf dem Planeten und mussten die Teammitglieder finden. Wenn ihr das Let's Play gesehen habt auf dem Kanal. War auch ein ziemlich gutes Spiel. Auf jeden Fall mehrere von den Kapseln sind hier runtergekommen. Mobile Base. There it is. Dolsky here. Anyone copy? If you can hear me, I've located the base. I'm gonna try and get down there. Maybe they landed closer to the drop-off point. Sieht interessant aus. Die Grafik gefällt mir unglaublich gut. Sieht sehr cool aus. Noch mehr Kapseln. The capsules. Wait. What? No. That's impossible. They can't all be. Diseased. Why? Alle sind tot. Makes no sense. Und nur wir nicht. Warning radiation. Now? Rising fast. What? I gotta get to the base. Das sieht unglaublich crazy aus. Wir müssen schnell machen, bevor wir auch noch sterben. Und das ist die Base. Auch unglaublich interessant aus. Die Radiation Wave kommt. Yes, the elevator. Quick. Come on. Come on. But that was close. Tag 1. Hallo? Okay, spannend.
sind wir nun also auf der Base. For a moment, I hope someone else made it. I need to find the comms room and get help. Is anyone home? Find a communication room. I have to find a communication room and call for help. The company might not know about the accident or that someone survived. Sehr coole Ansicht. Metallmasch. A radiation filter. Okay, die Tür können wir offensichtlich nicht öffnen. Airlock. Fahrstuhl. Base Navigation System. System offline. Allows you to plan and start journeys between locations. Base building. What? Open the build menu to see available modules. New modules have to be placed near existing ones. Possible placement points are marked. Okay, das ist cool. Wir sind gerade hier. So, sprich, der Communication Room ist über uns. Da müssen wir mit dem Fahrstuhl hoch. Machinery, Airlock, Quantum Computer. Sehr cool. Ne, warte, bevor wir das machen, gehen wir ganz runter. Machinery, Radiation Barrier. Protect the base from harmful radiation. Protects the base from radiation contamination. It needs radiation filters to operate. When auto load is turned on, it will automatically load the next filter when the last one is depleted. Ist wahrscheinlich schlau, wenn da so eine Radiation Welle auf uns zukommt. Storage. Noch mehr Storage. Ist ein cooles Konzept schon mal. Machinery. Links ist Captain's Log. Kein Database ist nichts. Captain's Cabin Pass Time until the next day. Scheint wohl so, dass wir hier Tage überleben müssen. Das ist der Quantum Computer, auch sehr cool. Und das ist das Communication Center. Establish a connection with Earth. Hello? Hello, can anyone hear me? Mayday! Mayday, anyone? Holy shit. I'm not the captain, this is new captain speaking. I'm here, but I'm not the captain, I'm just a builder. Jan Dolski. Corporate ID 4672B. The captain, the whole crew is gone. Hello? Can you get me out of here? You're in imminent danger. Oh, shit. Time remaining. Sorry. What do you mean? Remaining to what? Sprich da wohl. Talk to me. What's the danger? The planet rising. Sure, it is ruined. It may be lethal problem.
Instructions on the mods. No, don't you go all fuzzy on me. Lethal proximity. Oh, useless quantum nav system. Where the hell did it send us? Lethal proximity of what? Please, would you be a force star approaching? This map, you must escape. The proximity dawn remains. You mean a star will come and burn this planet? And I just have days to escape? Is that right? Sunrise. Perfect. I need to find those captain's logs. Zum Glück wissen wir schon, wo die sind. Hier. Captain's log. Database. Evacuation procedure. Welcome to the evacuation functionality manual. In case of an incident that jeopardizes your mission and the safety of your crew, please follow the safety protocol and move to the base to a safe location. Move the base. The following steps must be accounted for: refueling the base, manufacturing necessary equipment, securing food supplies. Steps will be automatically tracked on your HUD. Triple star system. Okay, so viel Englisch lässt ich jetzt mal nicht durch. Wahrscheinlich würde ich eh nur die Hälfte verstehen. Quantum Navigation. Okay, damit können wir... Follow the instructions to prepare for the journey. Gather 6 materials outside. Rauskommen wir wie nochmal? Airlock. Exit to planet surface. The radiation levels at night are deadly. Exiting the base is currently not permitted. You can rest in the captain's cabin until tomorrow. Okay. Müssen wir also bis morgen warten? Machen wir das? When going to sleep, you can select hour and which you will wake up the next day. Sleeping longer gives you more work energy, represented by the pink bar. When it runs out, you will become tired and work much slower. You should avoid working while tired. When the entire energy bar runs out, you will collapse from exhaustion and wake up the next day. Okay. Work energy, all energy. Dann nehmen wir mal die 12 Stunden mit. Wake up time ist hier. 8 Uhr, das hört sich gut an.